Also bei 50.000 hast du gesagt Gucci-Schuhe, ne? Guck mal, jetzt sage ich dir, du gewinnst das Solo-Ding da. Wenn ich das gewinne, Ja, was machst du dann damit? Was sagst du zu den Ballern? im Solo und im Duo, das sind alt, weil wir landen ja in Frosty. Mhm. Da gibt es die meisten Baller-Spawns auf der Map. Ja. Und es gibt ziemlich weniger, würde ich sagen. So insgesamt Baller-Spawns. Deswegen für uns gut, aber wenn sie removed wären, hätte ich auch kein Problem damit. Also ich bin da neutral, sag ich mal, zu dem Thema. Darfst du dich eigentlich sozusagen nochmal qualifizieren oder wie läuft das? Weil wenn jetzt zum Beispiel das nächste Solo-Event Ehre, du kommt, ne? geiler Dachs, Ja. rotes Und da Herz. wirst du nochmal Erster. Ja, da qualifiziert sich der Neunte. Aha. Also, da qualifiziert sich der Neunte. Aber du nimmst trotzdem Geld mit. Ja, trotzdem die 5000. Also Also, ich kann wirst du jetzt das noch auch gut. spielen, so, ne? Ja, klar. Macht nicht. Ich werde jetzt versuchen, noch in den laufenden Wochen so viel Geld wie möglich halt bekommen. Hast du Schinken vorher schon mal gesehen? Vorher noch nicht, ne? Ich wusste, wie er aussieht, aber getroffen habe ich mich noch nicht mit ihm. Das ist Geil. das erste Mal bei Und ESL. wie habt ihr euch so verstanden? Wie muss ich mir das so vorstellen? Seid ihr auch Ja, so gut. richtig jetzt im Moment so, sag ich mal, befreundet? So wegen Fortnite Ja, so? ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir befreundet sind, ja. Okay. Wir kennen uns, also ich und Jin kennen uns schon. Da haben wir noch auf Windschuhe gespielt, beide so. Ja. So einen auf den. So lange kennen wir uns schon. Ja, schon geil, ne? Ja. Dass ihr dann zusammen auch so gewachsen seid halt. Bist du, wenn du das Fortnite-Turnier spielst, ne? Zum Beispiel jetzt da auch in New York. Bist du währenddessen nervös, angespannt oder bist du einfach so ganz locker? Kannst du das einfach so, hast du das unter Kontrolle? Also, zum Beispiel bei ESL war ich schon nervös und auch jetzt bei der ersten Woche. Das war aber nur bei den ersten zwei Games, würde ich sagen. Also, da war ich schon ziemlich nervös, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich gezittert beim ersten Game richtig. Aber dann nach der Zeit bei den letzten Games ging's. Immer nur am Anfang so. Man muss sich erstmal an die Situation gewöhnen, so. Also, so ist es bei mir. Spielst du eigentlich lieber Solo oder Duo? Solo. Heftig. Solo, aber ich mag Duo auch, also. Es ist nicht so, dass ich Duo nicht mag. Ja. Aber ich kann mich an mit Solo so, kann ich mich auf mich selber so konzentrieren und muss nicht gucken, was mein Duo-Mate macht und solche ganzen Sachen halt. Ja, heftig. Wie sieht eigentlich so deine tägliche Routine aus? Ne? So, nachdem du aufgestanden bist. Was machst du Also, so? es ist immer unterschiedlich so. Wenn am Wochenende Turniere sind, dann spiele ich mehr, aber wenn jetzt nichts ist, dann spiele ich weniger. Zum Beispiel bei der ersten Woche habe ich von Montag bis Freitag, ich glaube insgesamt pro Tag so 8 bis 10 Stunden gespielt. Ja. Da war drin Customs, Creative, dann noch so reden halt mit anderen Leuten, was die machen und so. Also mindestens 8 bis 10 Stunden. Geil. Und von der Routine her, Creative Maps, wie trainierst du dein Aim? Wie sieht das da aus? Also ich habe zwar Codex, aber ich spiele es nie. Ja. Also ich habe trotzdem eigentlich gutes AM. Es kommt halt einfach darauf an, wie viel man spielt im Endeffekt. Also du kannst 1000 Stunden Codex haben, aber trotzdem Irre, schlechtes du AM so wendiger in Fortnite, Dachs, weil das einfach Gratulation, nicht so viel dass du gespielt schon ist. wieder in den Ja. Es Fortnite kommt im wirklich darauf an, Game dass man viel gespielt. Neuigkeiten bist. Und Kleiner ich als glaube, ich habe auch drei. viel Arena gespielt eigentlich. Kleiner als drei. Ja, wie viele Punkte hast du in der Arena? Also Punkte habe ich nicht so viel. Ich glaube 400 oder so, 400, 500. Aber ich habe in dieser Woche habe ich glaube diese Woche habe ich 200 Punkte oder so gemacht. Und einfach nur verschiedene Strats ausprobiert und so. Der ist sehr low. Also ich muss sagen, das Nice. hat mir viel gebracht, die Woche so. Das Arena-Spielen? Ja. Guck mal, das hier, ne? Das ist zum Beispiel auch mir. Oh, sorry, natürlich Bugs. Dass man hier oben in der Kau nicht im Endgame, ne? Also zum Beispiel, wenn dann hier einer vorbeiläuft, damit rechnet man ja nicht, dass er direkt oben ist. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Sache, das lernt man halt einfach, wenn man viel spielt, solche Tricks. Wie man die Ja. umsetzt und so. Das ist halt mega wichtig. Was würdest du generell so Fortnite einsteigen? Also so Leute, die sagen, ich möchte das auch genauso wie du probieren, da im Competitive-Bereich. Was würdest du dir raten? Würdest du dir einfach raten, zock viel so? Viel Arena? Ja, wenn du sagst, du zock viel ist immer so, dann wissen die ja trotzdem nicht, was zu spielen sind. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn du
dich schnell verbessern will, also am Anfang verbessert man sich eigentlich immer schnell. Dann spiel auf jeden Fall immer gegen Create, also Creative, aber immer gegen Leute, die besser sind als du. Ja. Das würde ich mir am Anfang empfehlen, dass du mal die Mechanics ein bisschen übst. Ja. Und dann auf jeden Fall kannst du Arena starten und einfach guck dir, da gibt's eh genug Replays, Watch-Videos und so. Guck dir von Leuten an, die gut gespielt haben und dann passt das so an deinen eigenen Spielstil an. Ach, auch so Games und so meinst du? Das ja, so. Gibt's da sogar eine eigene Seite, da kannst du dir die Replay-Dateien von der Woche 1 angucken. Ja, genau. Und guckst du dir einfach an von den Gewinnern, dann kannst du dir vielleicht irgendwas übernehmen, was zu deinem Spielstil passt. Das mach ich auch, also ich guck mir auch immer Worts und Videos an von guten Spielern. Ah, krass. Da lernt man auch immer noch was dazu. Man kann nie genug lernen, sag ich so. Das ist so mein... Das hört sich richtig an. Wie heißt die Seite nochmal? Wo man das gucken kann, das ist ein Reddit-Link. Also so auf Competitive Reddit von Fortnite. Ich habe mir zum Beispiel, wie ich gewonnen habe, habe ich mir auch die Worts, also die Replays angeguckt von Gambit Ledwig habe ich mir angeguckt. Und Prisoner, also den zweiten Platz. Habe ich mir auch alle Games angeguckt. Haben wir auch nochmal ein paar Sachen gelernt, die eigentlich ganz hilfreich sind. Jeder macht halt was anderes, jeder hat einen anderen Spielstil, deswegen. Wenn man das irgendwie alles so mixen kann, ein bisschen, das ist halt dann... Meinst du, nach der Fortnite-WM werden viele Pros aufhören? Ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaube Tiefe, da gibt es ja auch einen Clip, wo Tiefe das zum Beispiel, Tiefe hört auf jeden Fall auf. Mit Competitive Fortnite halt. Also nicht komplett mit Fortnite, aber mit Competitive, also... Der wird jetzt nicht mehr bei Turnieren mitspielen und so. Ja. Weil halt einfach wahrscheinlich... Ich glaube auch, dass für manche der Reiz so verloren geht manchmal, weil sie halt ziemlich... Weil manchmal macht Fortnite schon Updates, aber ich bin da nicht so, also ich finde, wenn da jetzt Updates kommen und da ist ein Item, was wir schlecht finden direkt, dann ich finde, man sollte dann erstmal Zeit geben, so, den Updates. Ich spiele das so ein, zwei Tage und dann kann man ja immer noch sagen, dass es schlecht ist. Aber direkt ja. So 10 Minuten nach dem Update sagen, ja, das Item ist schlecht und so. Man sollte da immer ein bisschen gucken. So. Okay, verstehe. Ja, auch zum Beispiel jetzt, wie stehst du dazu mit diesem Revert-Thema mit den 50 HP, 50 Leben. Das ist mir egal. Ich will sowieso keine Pubs, also keine Publics normalerweise. Ja. Und es gibt sowieso Arena und da gibt es 50 Schild per Kill und alles. Aber ich verstehe es natürlich dann auch für die, sag ich mal, Casual-Spiele, dass es nicht so wahrscheinlich Spaß macht, das zu spielen. Das ist schon. Ja. Vielleicht entscheiden sie sich die Fortnite wieder um. Aber du wirst danach auch noch Fortnite spielen und auch noch Competitive nach der WM, oder? Ja. Yeah. Was sagen Schulkameraden? Hast du da noch Kontakt zu ein paar? Nee, nicht wirklich. Ah, gar nicht? Gar nicht, ne, eigentlich gar nicht. Ja, krass. Ich auch nicht. Ja. Ich hab schon, dann ab, wenn man. Also ja. zu einem. Zu meinem besten Kumpel so. Aber sonst kein einziger. Jawoll. Wie ist dein Creator-Code, Bro? Stompy-BTW. Ja, also falls ihr Stompy supporten wollt, ne? Hier mal einblenden. Den richtigen. Kuss. Kommt auch E11 so für Kosten auf? Kannst du das erzählen, beispielsweise, wenn die jetzt den Flug bezahlen und sowas? Ja, die würden die Reisekosten bezahlen. Okay. Das ist auch nice, ne? Und dann sicherlich auch Hotel und sowas und da, ne? Ja. Was ist denn mit denen hier? Keine Ahnung, was die machen. Alter. Oh. Oh, ja, ja. Oh. Oh, ei. Och Mann! Mit seinem Ballon da, Alter. Er hat ja noch immer Ballons. Aui. Was macht er denn? Nächste Runde gewonnen, du. Hast du Bock, eine Runde, du Squad? Ja, können wir machen. Okay, nice.
Also bei 50.000 hast du gesagt Gucci-Schuhe, ne? Guck mal, jetzt sage ich dir, du gewinnst das Solo-Ding da. Wenn ich das gewinne, ja. Ja, was machst du dann damit? Was denn so dein Lieblingsauto? Lass mal über Autos reden. Was du dein, wo du sagst, oh, das, ja. Traumauto, mein, also, würde ich sagen, schon so ein Lamborghini. Ja, aber welcher, Bro? Welcher? Ich sag mal so den Monte so in einer anderen Farbe. Also grün ist jetzt nicht so meins, aber... Aber zum Beispiel, also weißt du die Unterschiede zum Beispiel zwischen einem Huracan und einem Aventador? Nee, weiß ich nicht. Also Aventador ist, wie soll ich dir das sagen? Ein Aventador ist sehr, sehr hart beim Fahren. Ne? Huracan, okay. den Monte hat, das ist eher so Alltagsauto, sage ich. Was man okay. Alltagsauto nennen kann. Huracan, der fährt sich wie ein fucking LKW. So. Aber dafür ist der auch übertrieben geil. So. Und der Huracan Performante, den Monte da hat, der ist schon. Der ist schon nice, ja. Der ist schon heftig. Ich habe ja. Zum Beispiel gerade, wo ich mit zu Mois gefahren bin, ich fahre gerade einen GLE 63 Coupé S. Okay. Digga, der ist auch SUV, bisschen größer. Ich bin auch damit ja. 300 gefahren. Der ist auch geil. Der ist richtig geil, Bro. Ja, klar, solche Autos sind auch mega nice. Aber ich habe gesagt, das ist so ein Traum. Also, das ist ein Traumauto. Es gibt natürlich viele andere Autos, die auch mega nice sind. Ja, aber damit rasten halt die Leute auch so aus, ne? Ja, ja. Zum Beispiel jetzt so mit dem Lambo und so. Ja, das ist schon heftig. Und stell mal vor, so die Leute einfach, die sehen dich dann so bis 18, 19 und dann fragen sich, Digga, wie hat der das geschafft, ne? Wirst du gefragt, sag mal, wo hast du denn den Lambo her? Bisschen Fortnite, wie ist das? Das glaubt man halt dann gar nicht. Interessierst du dich auch für Uhren? Also ich kenne mich nicht aus mit Uhren, aber ich finde Uhren nice, so. Also so eine nice Uhr, das ist schon... Ja, so beispielsweise... Aber ich habe selber, zum Beispiel selber habe ich keine, also ich habe jetzt nicht eine geile Uhr. Ja, kannst du ja auch holen, ne? Ja. Aber was wäre, hast du so eine Uhr, wo du sagst, ja, würde ich mir gönnen? Hast du schon mal so ein bisschen geguckt? Ja, ich sag mal, so eine Rolex ist ja schon was Nices. Ja, weißt du welche? Ich habe ja jetzt auch letztens eine gekauft. Echt jetzt? Mhm. Ich habe mir eine Yachtmaster Oysterflex gekauft. Ach, keine Ahnung. Den Namen kenne ich nicht, aber ich weiß nicht, dass die mega nice aussehen. Ich habe, die ist bei Chrono und so weiter für 21, 22 so drin. Ich habe für meine 18,1 bezahlt. Das ist nice. Ja. Ne? Das würde dich jetzt sehr schockieren, Stompy. Aber ja. Ich habe auch Earnings in Fortnite. Ja, das weiß ich sogar. Ja. Und ich habe $31.000 an Earns. Das ist dreimal so viel wie ich. Ja, ich sag mal, zu meiner Blütezeit, zu der Vollskirmish-Zeit, war es ja so, dass der beste Club, wenn du dich erinnerst, richtig viel bekommen, ne? Ja, ich glaube, wie viel hat man bekommen? 7.000 oder so jeder, ne? 15.000. Jeder? Ja, oh. Aus dem Club. Ja. Und ich war bei den Dusty Dogs. Die waren Erster, oder was? Genau, wir waren Erster und man hat mich auch einfach so das Zugpferd der Dusty Dogs genannt. ist ja schon nice. Ne? Wie viele hast du eigentlich gespielt? Was, also, Bro? Wie viele Wochen hast du gespielt? Ja, gefühlt alle. Alle? Gefühlt alle so, ja, ich habe viele gespielt. Und Bro, warum hast du eigentlich keinen Instagram-Account? Ich habe einen Instagram-Account. Aber Bro, du bist todesinaktiv da drauf, oder? Ich habe noch nichts gepostet. ich weiß nicht, was ich posten soll. Poste doch einfach mal, dass du jetzt irgendwie ein Bild, wo drin steht, ab nach New York oder so. Und dann... Oh, wir haben... Nice. Magst du Wien, Österreich etc.? Ja. Okay. Ich war in der Wien Schweiz. Österreich war ich noch nicht. Warst du noch nicht? Nee. Gibt es da irgendeine Sache, wo du sagst, das muss ich mal probieren, das muss ich essen? Wiener Schnitzel und Sachertorte. Alles klar. Das sind so die Spezialitäten. Ich hab eine Interview-Idee, ne? Also beispielsweise,
Also was ich mir überlegt hatte, was halt auch mega cool wäre, so dieses ganze Interview bei mir noch so auf so ein anderes Level zu bringen. Und zwar ist das folgende Idee, die ich hatte. Anstatt, dass wir das jetzt hier in einer Fortnite-Runde machen, ne? Wolltest du vorbeikommen, oder was? Komm ich vorbei und ich miete irgendeine geile Karre. Okay. Zum Beispiel jetzt, whatever, Mercedes Maybach für einen Tag. Und wir sitzen hinten und wir filmen das. So, und schnacken dann einfach so 45 Minuten, eine Stunde. Und das lade ich hoch. Also wäre schon so ein anderes Level. Weißt du, sowas ist halt krass eigentlich. Nice. Oh, Digga, wir sind's doch, Bro. Lol. Nice, Digga. Oh, Digga, das war aber gute Runden hier wieder. Wie viel Kills hast du, Bro? Kleiner als 3. Nice. Kennst du Franzbrötchen? Franzbrötchen? Ja. Nee. Ja, das ist zum Beispiel so ein Ritual, was ich morgens hab, ne? Okay. Das hau ich mir immer morgens rein. Und was ist das genau? Das ist eine Art Gebäck. Brötchen. Und das hat Öl. Okay. Also in der Interseite ist das sehr, sehr lecker. Bro, hast du da gerade den Mörderkrieg oder? Ich hab so viele Leute genockt, holy shit. Hab 7 Kills, ey. Lol. Nice. Oh, keine Mist. Hast du ihn? Ja, ja, ja. Nice, Bro. Okay, L2 habe ich bekommen. Ja, ja. Alter, holy shit. Einer kommt noch von hinten. Oh, ich werde dran geschossen. Och, Mann. Hast du Geschwister eigentlich? Ja, 2 Schwestern. 2 Schwestern? Ja, ja. Was sagen die dazu? Wie alt sind die? Beide über 20. Die finden das auch. Die finden das mega cool. Ich sowas besonders mal. Fußballfan? Ich. Generell bin ich eigentlich kein Fan von irgendeiner Sportart. Aber ich habe damals halt selber Fußball gespielt, so aus Spaß halt. Immer so nach der Schule auf dem Fußballplatz. Fußball einfach so? Ja, also einfach mit Freunden nach der Schule immer. Bei mir war es gleich mit Basketball. Ich habe Basketball geliebt. Basketball ist auch nice. Mhm. Aber so bin ich jetzt kein Fan von irgendeiner Sportart. Noch einer kommt. Ah ja, ich merk's. Hey, was ist der denn? Keiner noch unter dir. Ah, ich hätte auch noch. Was? Wie warst du in der Schule, Bro? Das war eigentlich ganz witzig, also jetzt im letzten Jahr, wo ich meine Abschlussprüfungen und so hatte, ich würde sagen, dass ich generell immer so mittelmäßig war, also im mittleren Bereich. Ja. Aber dann am Ende bei meinen Abschlussprüfungen, ich hab schon gelernt, aber ich habe jetzt nicht so viel gelernt und ich habe trotzdem Notendurchschnitt 1,5. Boah, Alter. Mein Abschluss. Hatte ich auch einen guten Tag, muss man echt sagen. Ich habe genau die richtigen Fragen bekommen. 1,5. Ich hatte einen guten Tag. Sehr gut, du. Hammer. Also warst du nicht so der Störenfried? Nee. Weißt du, wie man mich genannt hat in der Schule? Wie? Unruhestifter. Okay.
Genau, Hobbys neben Fortnite. So, neben Zocken. Geht da überhaupt was oder? Na, eigentlich nicht. Also gerade geht da gar nichts. Nee, gerade habe ich gar nicht. Also ich mach, wie gesagt, ich stehe. Man stehe ich auf. Heute bin ich ziemlich früh aufgestanden eigentlich im Vergleich. Meistens stehe ich auf so um 14 bis 16 Uhr. Dann spiele ich Customs. Jetzt trainiere bis so 23 Uhr, 24 Uhr. Und dann ist ja eigentlich schon vorbei wieder, ne? Dann chill ich nur noch so 3-4 Stunden und dann gehe ich pennen. Ich habe gesehen, dass ich, wer ich denke, der sich noch qualifiziert in Solo, aus dem deutschen Bereich. Ja. Da würde ich sagen, im Solo wird sich auf jeden Fall, also ich bin mir, das Zeug haben viele dazu, würde ich sagen, im deutschen Bereich. Ja. Aber ich würde sagen, so die Favoriten auf jeden Fall, Issa Kamo, ja. Aqua und Pusher, so die vier. Würde ich sagen, da schafft es 100% noch eine von, würde ich sagen, jetzt in den Wochen. Der macht halt wieder aus. Sorry, Bruder, ich war gerade ein bisschen. Alles gut. Okay. Alter Schwede, YouTube DIN AL, Digga. Ach, die wissen es wieder. Ja, ich würde mich freuen, wenn noch ein deutschsprachiger es schafft, den Solo. Ja, wird es auf jeden Fall geben. Ich bin erstmal, ich bin durch. Also es war schön, sehr, sehr geil, sehr, sehr angenehm. Ja, ich wünsche dir wirklich das Allerbeste für heute Abend und generell, ich werde das ja verfolgen. Okay, danke. Wie gesagt, wenn du dich für eine Uhr oder so interessierst, frag mich da, ich habe mich da echt durchgefuchst. So. Ja. Und ich danke dir für deine Zeit, ja? Ja, danke, war echt nice, so. Ne? Hat Spaß gemacht. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Seine Links von Stompy in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für euren Support. Reingehauen.